Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Clash Royale. Ja, ich habe jetzt noch gerade ein bisschen gespielt, bis ich die Kronentruhe verfügbar habe. Ich würde sagen, da wir jetzt dafür gespielt haben, fangen wir erstmal an mit den Truhen zu öffnen. Wir fangen mal ganz gechillt mit einer Gratistruhe an. 7-mal den Minenwerfer, 1-mal den Riesen, dann die Silbertruhe, 47 Gold, 2-mal die Kobolde und 6-mal der Minenwerfer. So, jetzt kommen wir eigentlich zur Kronentruhe. Die hat 52 und 5 seltene. Okay. Und nochmal 35 der Minenwerfer. 35 mal der Minenwerfer. Puh, wie oft ich den schon hab. Den habe ich bald auf Level 9, aber der Golem! Der Golem fehlt mir noch. Ich war auch gerade dabei, ein Turnier zu suchen. Aber irgendwie finde ich hier auch keins. Nein. Aber ich gehe mal kämpfen. Ja, 1631, Level 8. Fiery Dancer vom Clan der Champions. So. Ich starte mal mit einem Funky auf der rechten Seite. Er kommt mit einer Hütte auf der linken Seite. Oh, er hat den Blitzzauber. Okay. Dann müssen wir gleich mal aufpassen, dass dem Funky nichts passiert. Weil der muss unbedingt zum Turm durchkommen. Ja, das hat nicht so gut funktioniert. Ja, aber wir haben den Turm auf 717 Leben runterbekommen. Und ja. Wir machen jetzt hier mal so. Vielleicht kommt der Hock durch. Oh, jetzt hat es einen Packer. Oh, wir sind sogar durchgekommen. Oh, der Packer hat unseren Funky nicht erwischt. Das ist natürlich mega gut. Ich glaube, ich werde da mit Luft vorgehen. Ja. War eine gute Entscheidung, mit Luft vorzugehen. Und der Funky macht einen Schuss auf den Turm. Damit bin ich schon mal zufrieden. Und wie ich gerade sehe, hat fast noch gar keinen Schaden auf unseren Turm gemacht. Der Barbar tötet einen Goblin von uns, aber das dürften wir ertragen. So, Funky, geh in Position. Oh, okay. Okay, es laggt gerade ein bisschen. Der Packer ist tot, das ist gut. Ich würde sagen, wir gehen da oben nochmal mit Funky und Schweinereiter rein. Dann dürften wir das Match eigentlich schon für uns entschieden haben. Das dürften wir abwehren können. Und ja, das sieht nach einem Sieg aus. Ja. Das wird ein Sieg. Gutes Spiel auf jeden Fall an den Gegner. Das war aber knapp. Sein Königsturm hatte noch 780 Leben. Wir bekommen aber nur 20 Pokale, da der Gegner unter uns war. Wie ich sehe, wir haben gerade fast 10.000 Gold. Ich glaube, ich werde mal unsere Truppen upgraden. In der Bombe auf 8 dürfte relativ gut sein. 25 mehr Leben, Schaden pro Sekunde wird um 11 erhöht, Flächenschaden wird um 20 erhöht. 100 EP bringt uns das. Die Speerkobolde, die sind auch ganz gut. Würden Level 8 doch richtig rocken. Ich würde sagen, wir lassen es jetzt mal dabei. Entschuldigung.
Wir haben jetzt noch knapp 6000 Gold. Der Knall, wie viel würde der denn mehr machen? Um 4. Er würde dann 62 Schaden machen. Könnte nützlich sein, aber das lasse ich jetzt mal. Wir machen nochmal einen Kampf. 1763. Der Gegner heißt Money und heißt Elite Lead. Okay. Ich würde sagen, wir gehen wieder rechts mit einem Funky rein. Links müssen wir abwehren. Das dürften wir eigentlich gut hinbekommen, das Abwehren. Damit rechts unser Funky durchkommt. Ach, schade. So, Bombe Level 8, mach was. Okay, er macht das. Er kommt schon wieder mit einem Schweinereiter. Aber jetzt kommt unser Funky durch. Das hat dem Gegner jetzt gar nichts mehr gebracht. Wie ich gerade sehe, wir haben das gleiche Schweinereiter-Level. Okay. Ich glaube, ich werde mit einem Double-Hund reingehen. Ja, wenn ich das abgewehrt habe. Prinz, lauf zurück. Bitte nochmal. Und nochmal. Dankeschön. Okay, das hat uns jetzt gerade richtig viel Elixier gekostet und wir sind unserem Ziel eigentlich kaum einen Schritt näher gekommen. Wir müssen hier echt mal verteidigen. Was heißt, wird er hier durchkommen? Okay, wir haben jetzt eigentlich gut Schaden gemacht. Ja, okay, das war ein Fall. Das war jetzt gerade nicht so gut. Aber gutes Spiel auf jeden Fall. Gegen manche Decks kann ich einfach nichts machen. Ja, ist ein paar Mal schwer, aber es dürfte. Das funktioniert eigentlich schon. Mein Deck ist eigentlich nicht so schlecht, aber ich würde sagen, einen Angriff wagen wir noch und dann ist eigentlich schon genug. Lord Martin von Erebus. Smiley, okay. Okay. Kommt der gleich mal mit einer richtigen Killermaschine rein. Okay, er hat Riesenskelett. Okay. Wir haben eigentlich nur links einen minimalen Schaden gemacht. Aber diesmal gehe ich mit Double Hund rein. Wenn ich jetzt nicht zu viel verteidigen muss. Den einen Hund haben wir schon. Es wäre noch gut, wenn der Lava-Hund davor kommen würde. Genau deshalb sollte der Lava-Hund vor dem eigentlich ein Hund sein. Oder da das jetzt nicht der Fall war, werden wir unseren Turm verlieren. Toll.
Und da kommt er auf der anderen Seite wieder mit einem Riesenskelett rein. Ja, okay. Das hat sich nicht mal ablenken lassen. Der zweite Turm fällt auch. Ja, das Game haben wir verloren. Na, das ist ja wieder mal super. Ja, den Kampf haben wir auch verloren. Ja, das läuft jetzt gerade nicht so gut. Nee, das läuft gar nicht gut. Und ja, wir sind jetzt wieder auf 1711 Pokalen. Ich würde sagen, wir belassen es heute mit der Folge. Und ja, bis zum nächsten Teil von Clash Royale. Bleibt geil. Ciao.